So, Leute, es geht weiter mit The Evil Within. Und ja, es warten wieder zahlreiche Zombies auf uns, die getötet werden wollen. Am besten, er bleibt da, wo er ist. In dem Moment, wo er sich dreht, würde ich gerne einmal einen Schritt weiter gehen. Und wir wissen, schaffen, ihn von hinten killen. Aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Oder wir nehmen uns den linken vor. Und nicht den, der da hinten ist. Kommt drauf an, ob links noch mehr sind. Weiß ich jetzt auch gerade nicht so. So, drehst du dich mal um? Wunderbar. Wie sieht's aus? Oh! Oh! Wow. Okay. Okay, alles cool. Alles cool. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Und der steht auch nicht. Doch, der steht noch. Steht er noch auf? Nein, der steht nicht mehr auf. Ja, das war eine erfolgreiche Runde. Da bin ich doch glatt zufrieden mit mir. Ich hatte es zwar anders geplant, aber kommt vor. Oh, da ist ja eine Buddel drinne. Im Sarg. Das ist ja toll. Warum schiebt er die anderen nicht auch gleich auf? Weiß man nicht. Dann lad mal neu, wenn du kannst. Da sind noch zwei Schuss drin. Und wir können wieder Bolzen herstellen. Yeah. Das finde ich voll gut. Und was ich noch viel cooler finde, ist, dass ich hier vorangekommen bin mit meinen Pistolenschüssen. Das ist ja mega gut. Besser kann es ja gar nicht laufen. So, was haben wir jetzt? Wir haben noch die Blendbolzen und Harpune. Dann könnte man die mal anfackeln. Da kommen, da stellen wir mal welche her. Vor allem haben wir da... Können wir überhaupt noch? Ja. Dann stellt auch noch mal einen Blendbolzen her. Kann ja nicht schaden. Ich lass mal Kälte drin, ne? Einfach mal so. Was haben wir hier so? Keine Ahnung. Wir wissen überhaupt nicht, wer wir sind. Und wer wir sind, wollte ich. Ja, doch, wir wissen schon ein bisschen, wer wir sind, aber. Oh. 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 Was ist los? Was ist los? Die Unsichtbaren hatten wir auch schon lange nicht mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir wissen nicht, wo wir sind und was wir hier tun. Das ist gut. Und hier ist irgendwas zersplittert. Was denn? Gucken wir uns gleich an. Ach, ich kann gar nichts herstellen. Reicht nicht. Och Mann. Na gut. Was sehen wir denn da? Dass es ein Altar für seine Frau ist oder so. Oder seine Frau ist gestorben und deswegen sieht man hier die ganzen Gräber. Oder so. Ah. Einfach mal dran rumtipseln. Das scheint locker zu sein. Ach so, ja. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür rausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Aha. Ja, ich bin gerade ein bisschen genauer hier gerade am gucken. Ihr wisst schon, Skulpturen und so. Auf der Suche nach Skulpturen und Schlüsseln. Ist echt komisch, dass ich nie welche finde. Obwohl ich jetzt schon so genau gucke. Naja. Was haben wir hier? Notiz aus Katakomben. Hilfe, das metallische Stampfen. Er kommt. Er kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, das ist einladend. Der Eintrag. Okay. Was auch immer er kommt heißt.
Also, und vor allem wer? Also, und wieso ist hier ein Bett? Und überhaupt, was ist das hier? Wer schläft denn hier? Ist alles so mittelalterlich? Merkwürdig. Engelskulptur? Gibt es hier eine? Ich höre mir das mal an. Oder was auch immer das hier ist. Ein Schlüssel. Und irgendwas Ekeliges ist da noch drin eingewickelt, aber interessiert ihn anscheinend nicht. Okay. Ja. Mhm. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Ein Kontrollpunkt. Im neuen Kapitel. Okay. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh oh, was kommt da wieder auf uns zu? Toll, er gibt mir hier Dinger und nichts anderes. Oh doch, eine Spritze immerhin. Muni wäre aber noch besser. Was ist hier in der Ecke? Komm, hier in der Ecke muss doch was sein. Könnte man wunderbar was verstecken. Aber nein. Es sei denn, man kann das hier irgendwie zerschießen oder so. Dann habe ich Pech. Was liegt hier eigentlich am Boden? Was ist das hier? Ja gut, dann habe ich Pech. Hatte gehofft, ich finde noch mal was Besonderes. Ja gut. Da hast du keine Muni. Ich mach's mal so. Was ist jetzt mit dem Schloss hier? Machst du da mal Schlüssel und so? Wir haben es doch eingesammelt. Ich höre doch den Spiegel schon wieder. Können wir jetzt da nicht mehr lang? Also, es blinkt doch und wir haben Schlüssel eingesammelt. Ist der nicht dafür? Oh, ich höre doch ganz weit entfernt schon wieder den Spiegel. Gut, dann kann ich da jetzt nicht lang oder was? Hä, das ist doch richtig merkwürdig. Ich dachte, er hat nur verdammt gesagt wegen dem Typen. Ich mach mal hier Lampe aus. Kommt aber auch keine Funktion irgendwie gerade. Vielleicht, wenn du was anderes in die Hand nimmst? Okay. Gut, dann gehe ich wieder da zurück. Heißt das, er kommt jetzt zu uns von der anderen Seite? Der Gemeine. Ah, Arsch. Arsch, Arsch. Mhm. Hier ist jetzt die Wand. Das ist ja hochinteressant. Was passiert denn bitte mit seiner Psyche? Dass er von irgendwo kommt und dann aus die Maus. Bin auch echt zu blöd für die Statuen, ne? Wenn die irgendwo runterschießen könnte. Hm. Das verstehe ich jetzt gerade hier nicht mit dem Schloss. Weil wir haben doch den Schlüssel, oder nicht? Habe ich hier irgendwie was, wo ich den jetzt hier nehmen kann, oder? Wir haben sogar noch eine Granate, habe ich ganz vergessen. Das ist natürlich auch cool. Dass wir eine Granate haben. Die packe ich mal unten rein. Und da ist, wahrscheinlich ist der Schlüssel aber für unser Schloss zu Hause und gar nicht für das hier, ne? Kann das sein? Ach so. Okay, ich soll einfach drauf schießen. Ich dachte, dafür ist der Schlüssel, aber habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt. Kommt jetzt hier einer, oder? Dö. Wenn man die Musik hört, dann kann es ja nicht so schlimm sein.
Die nehmen wir nochmal mit. Aber, ja, das ist schön, dass ich einen Schlüssel gefunden habe. Aber eine Skulptur muss doch auch sein, oder? Die war ja jetzt doch schon etwas offensichtlicher dann, diese Kiste mit Schlüssel. Was ist denn mit immer dieser Controller, ne? Ich habe voll den Wackelkontakt im USB und ich weiß immer nicht, was ich machen soll. So, da dachte ich, ich tue mal was Gutes und ändere den USB-Stecker in einen anderen Steckplatz. Und dann ist mir doch glatt das Spiel abgestürzt. Ja. Macht aber nichts. Es hat ja gerade erst Kontrollpunkt gegeben. Deswegen war das jetzt nicht irgendwie total fatal. Sonst hätte ich mich jetzt echt geärgert. Vor allem, weil ich jetzt dachte, ich muss die Zombies nochmal töten. Und ich finde, das lief dafür viel zu gut. Weil die Schüsse so gut gesessen haben. Und da ist er verschwunden. Das machen wir dann aber, würde ich sagen, wenn wir hier drinnen waren. Also gehen wir jetzt hier mal rein. Was ist das hier echt? Das ist so, so ulkig hier. Mit dieser Claire de Lune-Musik immer und bin sehr gespannt, was es am Ende damit auf sich hat. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lune Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006, um 9.56 Uhr. 3,31 Kilogramm, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Oh, da haben sie ein Kind bekommen. Aber die Mutter ist ja irgendwie vermisst, ne? Was heißt das? Der Besuch. Oh, jetzt wollte sie gerade was sagen. Katakomben entdeckt, Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Der Typ also. Aha. Chris, vermisst. Chris Taylor, Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Ja, dieser Boden ist ja eingebrochen, das hatten wir schon mal irgendwie gelesen. Vielleicht ist das ja der Typ, den wir da gerade irgendwie so verkorkst sehen. Erstmal gehe ich nach hinten. Wir haben ja mal ausnahmsweise ein Schlüssel. Da brauchst du das jetzt auch nicht langsam aufmachen. Diesmal haben wir sogar ein Fach. Ein Schlüssel! Welche Seite nehmen wir denn? Ich nehme mal... Wollen wir mal ein oberes Fach nehmen? Ich nehme mal so ein oberes Fach. Ich möchte das jetzt mal wissen. Oh, und wieder nur Glibber. Voll blöd. Auf der anderen Seite wollen wir jetzt auf dem Stuhl... Und das kann auch nicht schaden. Na gut. Dann eben nur Glibber. Was war da? Ist hier irgendwas? Es hat hier irgendwas gerade so aufgeblinkt. Okay. Ah ja. Nach links. Genau. So, 10.000. Da lässt sich doch wieder was wuppen. Leute. Die Lebensanzeige zum Beispiel. Oder die Sprintdauer. Oder der Nahkampfschaden. Oder die Spritzenwirkung. Die Spritzenanzeigung finde ich gar nicht schlecht. Das machen wir mal. Das finde ich auf Stufe 3 doch als Basis mal ganz gut. Wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Die Reserve kann ich nicht erhöhen. Kann ich bei den Bolzen was tun? Nein, ich habe nur noch 1000 und kann nichts machen. Ich kann nur die Nachladegeschwindigkeit noch verbessern. Was ja immerhin schon mal besser als gar nichts ist. Die Nachladegeschwindigkeit ist erhöht worden. Darüber können wir uns auch nicht beklagen. Das geht jetzt noch schneller, das Nachladen. Zack, zack. Huhu.
kannst es doch durchgucken. Mach es doch nicht so langsam auf. Ich weiß, es ist meine Schuld. Ich kann das steuern, aber irgendwie nicht immer bewusst. Innere Tiefen überschreibe ich jetzt mal. Zack. Oh, schon 7 Stunden. Krass. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Nehmen wir mal den Spiegel. Den nehmen wir doch nicht so oft. Schön. Was hat er denn? Dim, 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 dim. Wie friedlich das aber immer ist. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich das Clair de Lune mit diesem Spiel verbinden, was vorher eher... Es hat mich vorher sonst immer an 7 Jahre an Tibet erinnert. 7 Jahre in Tibet. Da gibt es den Song ja auch seit früher noch. Ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt. Fand ich immer sehr schön. Mit dem Dalai Lama und Brad Pitt und so. Wieder so ein Zeichen. Okay. Was ist denn los? Mensch, kannst du nicht mehr laufen? Alles gut. Habe ich irgendwelche Vasen vergessen, weil ich das jetzt nochmal spielen musste? Hatte ich da irgendwas noch zerbrochen oder so? Nö. Okay, dann wollen wir mal das Ding hier verschieben. Oder was auch immer er hier vorhat. Achso, er setzt das da ein. So, was passiert jetzt? Okay, jetzt kann ich wählen zwischen links und rechts, oder was? Okay. Ich gehe mal nach links. Was ist das für ein Rauch? Was ist das für ein Nebel? Ist der giftig? Bestimmt. Okay. So, jetzt haben wir damit aufgehört. Mit dem Nebeldunst. Und da können wir raus. Was ist, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe? Vielleicht muss ich da auch so ein Ventil drehen oder da wäre noch was anderes. Dim, dim. Okay. Oh, es ist schon wieder so gruselig hier irgendwie. Was ja auch so gehört. Aber trotzdem. Trotzdem habe ich ein bisschen Schiss. Ist schon wieder hier viel zu ruhig. Mhm. Da vorne ist wieder ein Gerätchen. Ich gehe jetzt mal hier eben und Kältebolzen erstellen, Blendbolzen, Harpune, Explosiv. Wenn wir Explosiv machen können, dann immer her mit den Explosivbolzen. Oh, da können wir noch mehr machen. Da können wir noch mehr machen. Ja, mache ich. Ich habe mal Blendbolzen noch erstellt, da wir die ja auch gerade verbessert haben. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Also, ist da eine Bombe drin, oder? Oder was? Boah, voll das Grab hier, ey. Was macht der eigentlich für Experimente? Wer macht denn sowas überhaupt? Boah, guckt euch das mal an, ey. Und warum kann ich jetzt hier nicht so ein Harpun-Ding nehmen? Muss noch mal ein bisschen auffrischen. Wenn hier schon so viel rumliegt. So, ich kann hier auch irgendwas machen. Will ich das denn überhaupt? Okay. Was passiert da? Ich hab Schiss. Ach, da sind Fallen.
Okay. Ich habe sie mal gelöst. Sicherheitshalber. Irgendwas muss ich hier doch noch machen. Irgendwas ist hier gar nicht geheuer. Es würde mich nicht wundern, wenn die Troller wiederkommt, ganz ehrlich. Und die würde mich sofort in Panik versetzen. Ich habe so Schiss vor der. Da kann man nicht lang. Was ist bloß mit der anderen Tür auch noch? Hä? Moment mal. Ich komme hier nicht mehr zurück? Und jetzt? Hallo? Was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt in meinen Grab gelaufen oder? Hallo? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Das Ding habe ich entschärft. Aber ich habe was anderes ausgelöst, als ich hier hingegangen bin. Was mache ich denn jetzt? Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwo ranschießen? Bin ich bescheuert? Hä? Okay, da oben sind auch Fallen. So ein bisschen Tomb Raider irgendwie. So, wenn ich jetzt einen Schalter, dann kommt das runter und ich muss mich beeilen und... Guck mal, da ist doch noch was. Kann ich da irgendwie... kann ich da irgendwie was drehen? Wenn ich da ranschieß? Oder da? Kann er da oben irgendwie hin? Nee, komm. Das schafft er doch nie. Ah, tatsächlich. Ja. Dann schnell rauf. Dann kommen wir dadurch ja nach oben. Okay. 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 Wie wär's mal mit Treffen? Munition alle? Ja. Fackel das Ding bitte ab, was auch immer das war. Pistole hat da irgendwie gar nicht geholfen. Aber gut, die Erfahrung muss man auch mal machen. Den wollte ich jetzt nicht so gerne hinter mir herlaufen lassen. Komische Geschichte hier. Ich frage mich, ob ich die Tür hätte auf der anderen Seite aufmachen können. Danke. Da kann ich reinkrabbeln. Irgendwie... Muss eine Falle sein. Ja. Dann krabbeln wir da erstmal rein. In den sicheren Schacht. Ja. Okay. Kannst du es noch halten? Ein bisschen länger? So? Wunderbar. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist, aber wir erfahren es im nächsten Part von The Evil Within, Leute. Bis dann.